Carolina hier. Es gibt einen Herbstlook, dachte ich. Einfach jetzt passend zum Herbst. Und zwar habe ich ein bisschen Naturkosmetik dabei und ein bisschen von Coslin ist dabei und auch vom Make-up Coach natürlich. Ja, einfach was Herbstliches jetzt. Bevor ich anfange, dachte ich, müsste ihr unbedingt meinen Schmuck bewundern. Also, hier habe ich diese Ohrhänge, habe ich von der Firma Corazul zugeschickt bekommen. Wunderschöne Sachen. Eine ja, ziemlich junge Marke aus Stuttgart. Und ja, also da müsst ihr unbedingt reinschauen bei der Homepage, verlinke ich natürlich unten. Als ich die gesehen habe, ja, dann wusste ich, die sind das, die oder keine, aber es gibt so viele Designs und ja, wenn man da guckt, man möchte im Grunde alles haben, ne? Aber dann waren es besonders die haben mich angesprochen, also wirklich. Und jedes Schmuckstück hat einen Namen und es gibt auch eine kleine Geschichte dazu, so ein bisschen, ja, womit man sich vielleicht identifizieren kann oder was auf einem so ein bisschen zutrifft. Und ich hatte tatsächlich diese Symbolik nicht gelesen, als ich sie bestellt habe, diese Ohrhänge. Und ja, die heißen Cataleya übrigens. Und ja, ich lese hier vor, oder ich habe so ein paar Stützpunkte. Und zwar gibt es wohl eine Orchidee, die Cataleya heißt, also davon ist es inspiriert. Aber auch heißt die Hauptfigur in irgendeinem Film, ich kenne den Film nicht, Kolumbianer, die heißt Cataleya und die sieht aus wie eine Blume, aber ist gefährlich wie eine Raubkatze. Und ich habe laut gelacht, als ich das gelesen habe. Also dann hatte ich die hier schon bei mir und dann lese ich das und ja, ich habe erstmal gelacht, weil ich dachte, boah, das stimmt doch gar nicht. Aber ja, man will es vielleicht gar nicht wahrhaben. Ne? Vielleicht stimmt das schon. Also man muss meine Familie fragen. Ne? Wenn ich ärgerlich wäre, dann bin ich vielleicht wie eine Raubkatze, wer weiß. Also zwei Persönlichkeiten, süß, aber gefährlich, steht so im Text. Ne? Also ganz witzig. So, und dann haben wir diese Kette, auch wunderschön, die nennt sich Regina, also Königin halt, ne? Und da steht dann halt auch, ja, vielleicht steckt eine Königin in dir. Das konnte ich erstmal so nicht für mich annehmen, aber dann ist mir eingefallen, also jeder sollte eine Königin sein für sein eigenes Leben. Man sollte einfach versuchen, sein Leben im Griff zu haben und einfach, ja, für sein eigenes Leben die Königin sein, versteht? Also wisst ihr, was ich meine? Also von daher finde ich wirklich auch, ist eine tolle Symbolik und das ist die Königin Elisabeth II., die praktisch, ja, das ist so eine Art Münze und ich finde, es ist wunderschön mit dem Lochmuster drumherum. Also unbewusst habe ich auf beiden, auch auf den Ohrhängern, so ein Lochmuster ausgesucht, aber die haben so viele andere Sachen, auch sehr viele schlichte Sachen und ja, mal edel, elegant, aber auch vintage, boho, trendy, aber auch wirklich zeitlos. Es gibt da alles, für jeden etwas, muss ich sagen, also sehr, sehr inspirierend. Kann ich jedem empfehlen, da reinzuschauen bei der Homepage. Also es ist Modeschmuck, aber sehr qualitativ und auch allergenfrei, also Edelstahl oder Sterling Silber und vergoldet. Und ja, aber wirklich bezahlbar und ja, wirklich sehr inspirierend und ja, eine tolle Marke, finde ich. Ich habe einen Code und zwar MAMCORAZUL15, dann bekommt ihr 15% Rabatt auf die Schmuckstücke und ja, wunderschöne Sachen, finde ich. So, jetzt fangen wir an mit dem Herbstlook. Also entschuldigt bitte meine Haare, das ist so ein Versuch zu Curly Girl irgendwie, ne? Aber ja, das seht ihr, also ich habe in meinem Haarvideo gesagt, also das ist so, sieht aus wie eine schlechte Dauerwelle nur, ne? Ich sehe aus wie Joe Champis, kennt ihr ihn? Also in Schweden ist er ja sehr bekannt, er war ja der Sänger in dieser Rockband Europe, die hat dann das Lied The Final Countdown. Also wie in den 80ern, so eine ganz schlechte Dauerwelle, ne? Ja, so sehe ich aus. Aber manchmal habe ich echt keine Lust, einfach ja, immer die Haare zu stylen vor einem Video und das macht die Haare einfach kaputt. Und dann dachte ich heute, komm, dann die Natur locken. Und, aber das sind keine Locken, das ist einfach nur, ja, ich sehe aus wie ein Troll, Strubelpeter. So, falls ich die Produkte nicht erwähne, schreibe ich die unten in die Infobox auf jeden Fall. Und das hier ist Naturkosmetik Aloe Vera. Wie seht ihr das jetzt mit Schminken und so? Also wenn man ständig Maske trägt und so, habt ihr da
oft Make-up, das ist immer die Frage, ne, wie man das handhaben soll. Also ich merke, dass ich tatsächlich für mehr Pickel und unreine Haut bekomme hier, so, ne, da gerade wo die Maske so aufhört. Ja. Und ja, das würde sich vielleicht mehr in Grenzen halten, wenn ich kein Make-up hätte. Oder man müsste öfters die Maske wechseln. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wasche die Maske jetzt nicht jeden Tag oder so. Versuche auf jeden Fall, was weiß ich, einmal in der Woche oder ein paar Mal in der Woche. Und das ist ja sicherlich nicht hygienisch. Man müsste es wirklich jeden Tag machen. Könnt ihr euch schreiben, wie ihr das macht. Oder habt ihr einmal Masken und wechselt ihr immer? Oder ich meine, ich finde, es ist auch eine Kostenfrage. Ich habe Stoffmasken, die ich dann ja, mit 60 Grad dann wasche. Und ja, meine Tochter möchte unbedingt einmal Masken haben. Ich muss jetzt neue kaufen. Und dann ist eben auch die Frage, wenn man praktisch nur die Augen sieht, dann muss man vielleicht gar nicht den Mund und so weiter schminken. Die Wangen sieht man ja auch kaum. Aber, nein, aber ich muss wirklich ganz ehrlich sein, ich schminke mich zu 100%. Ich mache nichts Halbes irgendwie. Ja, man wird ja auch irgendwie so ein bisschen uninspiriert oder ich finde, man lässt sich gehen jetzt viel mehr oder es könnte so sein. Und ich habe mich geschworen jetzt, nee, ich versuche halt normal zu leben und klar wird das Make-up quasi zerstört von der Maske, aber ja, nicht zu 100%, finde ich. Ein bisschen wird praktisch abgetragen, denke ich, von der Maske, aber ein Teil bleibt ja. Und also von daher, also ich versuche halt relativ normal zu leben. Und ja, mal schauen, wie lange wir einfach mit dieser Situation leben müssen. Ne? Also jetzt im Winter auf jeden Fall. Und ja, da muss man irgendwie das Beste aus der Situation machen. Oder wie seht ihr das? Ich hatte jetzt eigentlich gar nicht vor, ein Talk-Video zu machen, aber anscheinend entwickelt sich das so. Ne? Man kann ja auch über generell so die Stimmung jetzt sprechen. Ne? Also ich gucke ganz ehrlich nicht ganz so viele Nachrichten, weil das irgendwie nur so Katastrophe irgendwie ist, finde ich. Und ja, das ist nicht gut für die Stimmung, ne? Aber ja, natürlich muss man informiert sein, das ist ganz klar. Aber ja, ich finde, die Ängste überwiegen ja dann auch, ne? Und keiner möchte natürlich das Virus haben, aber einige von euch haben das vielleicht schon gehabt. Das wäre natürlich auch interessant zu wissen, könnte mir schreiben. Ne? Aber mir geht es natürlich so, oder ja, ich denke so wie jeder, man weiß ja gar nicht, wie man selber darauf reagiert. Und man hat schon irgendwie ja, Bedenken oder Ängste. Man fragt sich irgendwie, wie reagiere ich, wenn ich und falls ich das bekomme. Und ja, man kann nur davon ausgehen, dass man halt das überlebt, ja, man weiß es aber nicht. Aber generell möchte ich, das möchte ja keiner haben, dieses Virus, ne? Weil ich weiß ja auch, wie krank ich werden kann, wenn ich die Grippe habe. Und das ja soll schlimmer sein als die Grippe, dann fragt man sich auch, ne? Oder man denkt so, boah, nee, also das möchte ich auf gar keinen Fall haben. Ne? Und ja, die Kinder gehen zur Schule oder Ausbildung und kommen in Kontakt mit sehr vielen Menschen und von daher, mein Mann und ich, wir sind also wirklich gar nicht geschützt, ne? Muss man wirklich sagen. Von daher, man geht fast davon aus, dass man es irgendwann mal bekommt. Ne? Und das ist ein blödes Gefühl. Das ist wirklich ein blödes Gefühl. So, das ist jetzt kein aufbauendes Video, merke ich gerade. Ne? Aber ich denke, man muss ja auch so ein bisschen darüber reden können. Ne? Das war übrigens Bronzer von Coslin und dann wollte ich ein bisschen abpudern mit dem Zauberpuder von Make-up Coach. Das ist wirklich ein Zauberpuder. Es sind so Löcher hier und schüttel ich ein bisschen und dann kommt wirklich die passende Menge so raus. Und dann hat man wirklich ja, eine tolle Mattierung und ich möchte nicht zu viel, ne? Wisst ihr, ich rede immer von Glow, aber so ein bisschen in der Tierzone, wo man weiß, dass man glänzt oder glänzen wird. Dann ein Augenbrauen-Styler von Lavera.
Ja, nee, das ist einfach eine komische, blöde Zeit. Wir sind alle, denke ich, einfach verwirrt, muss man sagen. So was haben wir noch nie erlebt. Und am Anfang habe ich das tatsächlich mit einem Krieg verglichen, aber das ist ja eigentlich auch Unsinn. Also das darf man auch nicht. Also es geht uns so toi 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 gut. Und das kann man nicht wie ein Krieg vergleichen. Und zwar verwende ich die Lidschattenpalette hier vom Make-up-Coach Romantische Augenblicke, nennt sie sich. Und zwar so sieht die aus. Wunderschöne Farben, finde ich. Ja, passend für den Herbst auch, finde ich. Und ich nehme die zweitdunkelste Farbe. Das ist so eine rotbraune in die Lidfalte. Ja, also es ist eine blöde Zeit, das muss man wirklich sagen. Und ich habe die erste Zeit wirklich nur auf bessere Zeiten gewartet und im Grunde gar nichts gemacht. Aber irgendwann muss man ja auch irgendwie anfangen zu leben. Ne? Und, aber halt vorsichtiger, irgendwie vernünftiger, dass man irgendwie Leute trifft und so, ne? Weil man vereinsamt ja. Also das ist ja schlimm. Und ja, also es ist die Frage, wie der Winter wird, ne? Aber YouTube kann man immer gucken und machen, ne? Also von daher, na, ein bisschen einfach nur, ja, Schminkvideos, ne? Das tut immer gut. Das tut mir gut und hoffentlich euch auch. So, das ist übrigens eine Farbe, würde ich sagen, die echt für blaue Augen passt und auch für braune, ne? Also es ist wirklich eine tolle Farbe. Und ich nehme ein bisschen von der allerdunkelsten Farbe hier. Das ist also ein bisschen Bordeaux. Und mache halt so ein V praktisch davon. So ein bisschen in die Lidfalte und auch runter auf das Lid, damit das Lid auch markiert wird. Verwischen. Ja, wunderschön. Und die zweithellste Farbe wollte ich tatsächlich dann auf das bewegliche Lid auftragen. Ihr kennt das eigentlich von mir, dass ich immer hell auf die Augenlider haben möchte. Aber ich mache das jetzt ein bisschen, ja, herbstlich, ne? Ich weiß nicht, ob es was das mit dem Herbst zu tun hat, aber egal. Nein, aber ich wollte das halt so. Jetzt, ich finde, es ist eine ganz tolle Farbe, so hellbraun Aprikot. Sehr, sehr schön. Aber dann wollte ich, soweit ich weiß, gehört das in einem Set, diese romantischen Augenblicke und also ein Schimmer-Lidschatten. Das ist jetzt ganz lose, deswegen muss man ganz vorsichtig sein. Das ist so ein Aprikot, eine Aprikotfarbe und wie gesagt lose. Ich mache das mit dem Ringfinger. Und da muss man echt vorsichtig sein. Also es ist richtig, richtig stark pigmentiert und ja, wird empfohlen eigentlich mit einem Pinsel aufzutragen, aber wenn man vorsichtig ist, geht das auch mit dem Finger. Und das hier für eine Feier, ne? Wenn man überhaupt auf eine Feier gehen darf, ne? Das ist ja auch die Frage. Boah, bin ich pessimistisch heute. Also ja, aber wie gesagt, man muss ja auch darüber sprechen können. Aber doch Kleinfeiern und so weiter, denke ich, kann man machen. Und das haben wir auch jetzt gemacht in der letzten Zeit. Also was heißt Feier, aber einfach sich zu viert treffen oder sowas, ne?
muss man ja irgendwie können. Ja, also das ist wirklich so ein Wow-Effekt, also wirklich tolles Schema. Herbst-Glow-Ebene, eventuell nenne ich das so, mal schauen. Und dann kommt eine Wimpernkranzverdichtung oder Verstärkung mit einem dunkelbraunen Kajalstift dazu. Ich möchte jetzt nichts oben drüber haben, sondern einfach hier, ja, damit die Wimpern ein bisschen, ja, kräftiger aussehen. Und dann habe ich tatsächlich Lust, etwas unter den Augen zu haben. Ich nehme tatsächlich die zweithellste Farbe, so diese braun-hellbraune oder mittelbraune Farbe. Einfach so ein bisschen, damit man dann so ein bisschen Definition bekommt hier. So ein bisschen verbinden mit oben. So, das sieht man kaum, aber ne, so ein bisschen ist da, auf jeden Fall. Und dann die Wimperntusche, wie immer 12 Hours Long Stay von Alverde. Eine tolle Mascara, aber ich habe tatsächlich mittlerweile Lust, irgendwas anderes jetzt auszuprobieren. Ich hatte ja Lili Lulu mal, eine ganz tolle Mascara, muss ich sagen. Mal gucken, ob ich demnächst die kaufe. Oder hier von Ilia, glaube ich, heißt die Marke. Soll auch ganz gut sein, meine ich. Mal schauen. Weil mir fehlt ein bisschen Fülle, sagen wir mal, mit dieser Mascara. Und wieder ist die Kamera ausgegangen. Ich weiß nicht wann, also was gezeigt wurde, was ich gesagt habe. Also diese Kamera, Canon EOS 600D habe ich, also ich dachte, das wäre ja eine Spitzenkamera, aber es gibt schon so ein paar Schwachpunkte, da muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht drehe ich tatsächlich demnächst mit dem Handy, weil ich habe jetzt ein ziemlich gutes gekauft und ja, da muss ich mal schauen. So, und ein Lipgloss von Lavera und zwar Hazel Nude 12. Also, das ist so eine braune Farbe, habe ich ja in meinem Lipgloss-Video gezeigt. Ich habe ja da meine Sammlung gezeigt. Und ich bin eigentlich kein brauner Lippenstift-Mensch, aber als Lipgloss, also wirklich wunderschön. Und das finde ich auch so ein bisschen herbstlich irgendwie. Kann man wahrscheinlich im Sommer auch haben, ne? Aber ja, heute hatte ich Lust darauf. Ist auch irgendwie, finde ich, total unglaublich, dass der Herbst schon da ist, dass es Oktober ist. Das ist ja Wahnsinn, finde ich. Der Sommer ist so schnell gegangen und irgendwie, wie war es bei euch? Habt ihr den Sommer genossen oder war es irgendwie eingeschränkt von Corona und so weiter? Also teils, teils, finde ich. Ne? Also man hat schon versucht, irgendwie Sachen zu unternehmen, aber ja, der Herbst war viel zu schnell da, ne? Oder? Aber ich liebe den Herbst, also so ist das nicht. Wenn die Bäume, wenn die Blätter alle bunt werden, ich finde das wunderschön. Von daher, da freue ich mich auch, also so ist das. Also jede Jahreszeit hat ja was Gutes, ja, außer Winter vielleicht. Winter mag ich nicht. Ja, das ist mein kleiner Herbstlook. Nächstes Mal werde ich auch die Haare stylen. ja, aber vergesst den Code nicht, MAMCORASOL15. Da bekommt ihr 15% Rabatt auf den Schmuckstücken von Corasol. Also ganz, ganz tolle Sachen haben die. Vielleicht gönnt man sich selber was oder für eine Freundin oder Schwester oder Tochter oder Enkelkind oder sowas. Also ja, kann ich echt empfehlen. Macht's gut und abonniert gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns nächstes Mal. Tschüss!